The rock exterior belies its real age. The sacred building was already mentioned in the 15th century as a boatman's and fisherman's church. The Baroque reconstruction at the end of the 17th and the beginning of the 18th century replaced the late Gothic design image. At the same time, the interior of the church was also rethought. Today, the Lutheran Maria am Wasser is one of the most popular wedding churches in Saxony. Besteht an dieser Stelle bereits eine Fährverbindung. Über 100 Jahre setzt jedoch exklusiv der sächsische Hofstaat Rot und August den Starken zu dessen Lustschloss Pillnitz über. Durch die regelmäßigen Überfahrten braucht man auch entsprechendes Personal. Dieses rekrutierte man aus dem sächsischen Militär als sogenannte Autoniers. Allzeit einsatzbereit waren sie in der Pionierkaserne am Elbufer untergebracht, im 1860 errichteten Fährhaus Kleinschachwitz. Eine Tradition, die sich bis heute gehalten hat. Nach wie vor stehen den Fährleuten in dem jetzigen Ausflugslokal Räume zur Verfügung.
richtig komisch, ne? Die Gäste, die Bilder was hier. Dieser Geld was. Hallo. Hallo. Thank you.
Ja, ist mir losgeworden. Ja, klar.